Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, dem ersten Mappen-Update zur LEGO Star Wars Trading Card Collection. Wir haben ja nach dem Starter-Pack und dem ersten Magazin und wie viele Boostern hatten wir im Stream ausgepackt? 16 Boostern im Stream. Außerdem hatte ich das Heft ja noch ein zweites Mal gehabt, mit also noch ein drittes Mal und habe noch ein zweites Starter-Pack gehabt, also da hat sich einiges an Karten angesammelt und das ist schon ein ordentlicher Stapel, deswegen werde ich jetzt doch erst ein Mappen-Update einschieben, bevor das Video mit dem Blister und dem Multipack hochkommt. Deswegen als erstes jetzt ein Mappen-Update und ich würde sagen, wir fangen direkt an und sortieren ein. So. Los geht's. Zuerst kommen die gute Seite Karten, die hellen Karten, die guten Karten. Jetzt los mit Karte Nummer 1. Pilot Luke Skywalker. Dann Karte Nummer 2. Triumphierender Luke Skywalker. Ne, 3 fehlt. Dann haben wir 4, 5, 6 fehlt. 7 ist Padawan Obi-Wan Kenobi. 8 fehlt und die 9 ist dann Jedi Obi-Wan Kenobi. So, da sieht man schon, das ist hier wie bei den Ninjago-Karten auch. Es ist immer eine Base-Karte, eine Power-Karte, also eine Vollkarte und dann die Jedi-Karte. Also bei denen, die Jedi sind, später habe ich schon gesehen, ist das nicht mehr so. Gut, also die erste Seite haben wir ganze 4 Karten von 9. Dann geht es weiter mit Karte 11, das ist Segelbarke Han Solo. 12 fehlt. 13, 14 ist mutiger Chewbacca, 15 fehlt, 16, 17, 18 fehlt. So, dann geht's weiter mit 19, wäre Prinzessin Leia Organa. 20, Leia als Bush. Der Kopfgeldjäger, 20, 21 fehlt, 22, 23, cleverer C3PO. 24 Segelbarke R2D2, 25 kluger R2D2, 26, 27 fehlt. So, und jetzt hier sieht man auch ganz schön, während es hier vorne immer eine Base-Karte, eine Vollkarte und eine Jedi-Karte ist, ist es dann hier, weil Han Solo kein Jedi ist, sind es dann 2 Base-Karten und eine Vollkarte. Hier wahrscheinlich auch 2 Base, eine Foil. Da auch 2 Base, eine Foil. Und bei den Droiden dann zum Beispiel hier nur eine Base und eine Foil. Base und Foil. Hier wird auch eine Base und eine Foil-Karte reinkommen. Und jetzt geht es weiter mit Rey auf der nächsten Seite. Das wäre nämlich die 28. Da fehlt, genau, 27. 28 wäre hier, das wäre Rey. Dann 29 wäre entschlossene Rey. Das ist die Foil-Karte. Und 30 dann Jedi Rey. Genau, und so haben wir dann auch nämlich, wie man das hier schön sehen kann, so sieht es dann fertig aus, Base, Foil und Jedi-Karte. So, wir wollten ja noch mal hier kurz gucken, links 2 Karten, da fehlen also noch 7 und rechts sind es immerhin 5 Karten, da fehlen nur noch 4. So, jetzt haben wir gesagt, das war jetzt 28, 29, 30, dann geht es weiter, 31, FN 2187, 32, 33 wäre mutiger Finn, 34, 35, 36. 37, 38 wäre Rose. 39 fehlt und dann hätten wir die 40 Ahsoka Tano. Dann die 41 Qui-Gon Jinn. 42 fehlt, 43 ist Jar Jar Binks. 44 ist Mace Windu. 45 fehlt. Okay, jetzt kann ich mir auch kein Muster mehr rauserkennen, ehrlich gesagt. Jetzt kommt hier Ahsoka Tano mittendrin. Ich weiß nicht, ob hier noch eine andere Ahsoka Tano kommt, aber naja, jetzt ist es auf jeden Fall nicht mehr so schön, dass es immer 3 in einer Reihe sind. Das war natürlich ganz schön, aber naja. Kann man ja noch umsortieren, wenn man alle Karten dann hat. So, also, wie sieht es auf den beiden Seiten aus? Wir hätten hier links, hätten wir 5 Karten, das heißt, es fehlen noch 4. Und hier rechts haben wir auch 5 Karten und es fehlen also 4 Karten. Dann geht es weiter mit der 46, 47 hier, Commander Cody. Die 47. Jetzt habe ich. Warum habe ich die 46 jetzt hier? Ich habe irgendwie 46 und 47, also kurz erst starker Captain Rex irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum habe ich die 46 hinter der 47 gehabt? Habe ich da vielleicht 48 gelesen? Mal gucken, ob ich das auch richtig eingetragen habe. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, Coleman Trevor. 54 fehlt. 55, 56, 57 Jedi-Botschafterin.
58 Max Rebo, 59 Rowan Freemaker, 60 fehlt, 61, 62 Roger, 63 Ezra Bridger, 64, 65 Gera Zap Aurelius, 65, 66, 67 Sabine Wren, 68, 69, 70, 71, 72 Team Freemakers. So, also links nur 3 Karten, fehlen also 6 weitere Karten hier. Und rechts haben wir 5, fehlen also wieder noch 4 Karten. So, dann machen wir wieder weiter. 73, 74 wäre Darth Vader. 75, 76, 77, 78 wäre wütender Imperator Palpatine. 79 Sith Lord Imperator Palpatine. 80 wäre Darth Maul. 81 fehlt. 82, 83 General Grievous. 84, 85, 86, 87 listiger oberster Anführer Snoke. 88, 89, 90. Ja. Also hier das könnt ihr überhaupt nicht. Wenn hier die Basekarte von Palpatine kommt, ja, dann das ist so, also da muss ich noch ein bisschen umsortieren, wenn die Karten alle da sind, dass ich da vielleicht ein bisschen eine logischere Abtrennung mache, sodass dann immer so Karten wieder beisammenkommen. Ich schätze mal, dass das hier noch eine Karte ist, die zur hellen Seite zählt, dass dann hier losgehen, weil hier geht die Base, dann kommt hier wahrscheinlich die Foil und die dunkle Seite-Karte von Vader. Base, Foil und dunkle Seite von Palpatine und so. Deswegen, es muss alles ein bisschen nach vorne gerutscht werden dann. Aber das kommt dann beim Bügeln, wenn die Sammlung vollständig ist, werde ich ein bisschen anders anordnen. So, dann schauen wir nochmal. Rechts, links fehlen, haben wir 3 Karten. Das heißt, da fehlen uns 6 Karten. Und rechts haben wir 4 Karten, da fehlen also 5. So, dann waren wir hier bei 90. Dann geht es weiter mit 91. Finsterer Kylo Ren. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 Jango Fett. 99, 100. 101 wäre Boba Fett. 102, 103, 104, 105, 106 gefährliche Asajj Ventress. 107 Asajj Ventress von der dunklen Seite. Und 108 Savage Opress. Oder Savage Opress. Ich spreche immer genau wieder. Savage oder Savage? Weiß ich gar nicht mehr. Links sind es 2, die wir haben. Da fehlen sogar 7 Karten. Ja, rechts sieht es genauso aus. Da haben wir 2 und es fehlen 7 Stück. So, weiter geht's. 109, Bruder der Nacht, Savage Opress. Ich weiß nicht mehr, hab ich früher mal gedacht, der heißt Savage und der hieß dann Savage? Oder hab ich gedacht, der hieß Savage und der hieß dann Savage? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, egal. 109, 110, 111, Großinquisitor. Clone Wars ist da auch zu lang her. 112, 113, 114, Jabba der Hutte. 115, 116, 117, 118, Cad Bane. So, 118, 19, 20, 21, 22, 123, Krokian Chant. 124, 125, Unkas Handlanger. Und 126 fehlt. So. Dann haben wir also links 4 Karten, fehlen 5. Und rechts haben wir nur 3 Karten, da fehlen also 6. So, dann machen wir weiter. 127 wäre ein Weakway-Wächter. 128 wäre eine Magna-Wache. 129, 130, 131 wäre Nare. 132 wäre Sith-Agentin Nare. 133 wäre ein Jawa. 134 ein mandalorianischer Blasterschütze. Und 135 ein mandalorianischer Schütze. 136 ein Erste Ordnung T-Pilot. 37, 38, 39, 140 Erste Ordnung Flammentruppler. 141 Offizier der ersten Ordnung, 42, 43, 144 ein super Kampfdroide. So, und dann hätten wir links 3 Karten, da fehlen also 6 Stück. So, und rechts, sieh einer an, haben wir tatsächlich 7 Karten, da fehlen noch 2 Stück.
Gut, dann sortieren wir weiter ein. Jetzt kommen wir nämlich zu den Goldkarten gleich. 44, 145, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 152. Na, immerhin, das schließt perfekt ab. 152 die eine Goldkarte und 153 die Thys-Goldkarte, also beide. So, dann geht's mit den Microfighters weiter. 154 ein A-Wing. 155 der Millennium Falke. 156 fehlt. 157 ein Ski-Speeder. 58, 59, 60, 61, 62. Fehlt alles. 163, das ist jetzt ein episches Duell, Zerstörung des Druiden-Kontrollschiffs, 163. 164, 65 fehlt, 166, Duell um Yavin 4. 167, Duell auf Hoth. 68, 69, 170, Zerstörung der Starkiller-Basis. 171 wäre dann hier. 72, 73, 74. Jetzt haben wir die Machtkräfte. Ein Machtstoß. 174. 175 wäre der Machtgeist. 76 fehlt. 177 Telekinese Lichtschwert holen. 178 Telekinese Dinge beeinflussen. 179 fehlt. 180 fehlt. So, dann haben wir also links bei den Microfighters haben wir 3 Stück. Fehlen also 6. Und hier haben wir von den epischen Duellen haben wir 4. Fehlen also 5 Stück. So, dann haben wir hier die Machtkräfte, die gehen jetzt auf der nächsten Seite weiter. 79, 80, genau. 181 fehlt, 182. Jetzt kommen Kultszenen. Obi-Wan gegen Darth Maul. 182. 83, 84, 85, 186. Yoda gegen Darth Sidious. Hm. Ach, das sind jetzt die ich von der anderen Seite. Ach so. 83, 84, 85, 86. 186. 187 Mace Windu gegen Darth Sidious. 88 und 189 Luke in der Müllpresse. So, und dann haben wir hier. Links haben wir 4 Karten, da fehlen also 5. Und rechts haben wir auch 4 Karten, auch hier fehlen 5. So, wir waren jetzt hier bei, was hatten wir gesagt? 189 zum Schluss. Dann geht es also weiter mit 190, genau. Luke in der Höhle des Wampa. Und 191, Han Solo sucht nach Luke Skywalker. 92 fehlt, 93, 94, 95, 96, 197, Han Solo trifft auf Kylo Ren. 198 fehlt. So, dann kommt 199, 200. Und die Fahrzeuge, ein B-Wing, wäre die 200. E-201, Resistance X-Wing Fighter. 202, 3, 4, 5, 6, 207. Hui, da fehlt einiges. Okay, siehe da. Wir haben links von den Kultszenen haben wir 3 Karten von 9, fehlen also 6 Stück. Und von den Fahrzeugen haben wir auf der einen Seite hier sogar nur 2, da fehlen 7 Stück. Meine Güte, 7 Stück. So, wir waren jetzt bei 200, 201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 207, dann geht es mit 208 weiter. Genau, das hätten wir hier, das wäre dann also Race Speeder, 208. Die 209 wäre der Resistance Bomber. Die 210 wäre Post X-Wing Fighter. Die 212 wäre Vader's TIE Fighter. 13, 14 fehlt. 215 ein First Order Special Forces TIE Fighter. Und die 216 Kylo Ren's TIE Silencer. So, das waren die 216. Seite die 217 fehlt, 18 fehlt, 219 wäre Imperial Star Destroyer. 220 wäre Darth Maul's Sith Infiltrator. 221 der Death Star. Und 222 ein AT-AT.
23, 24, 25. Genau, dann geht es dann direkt mit 26 weiter mit den Puzzlekarten. Die machen wir dann auf der nächsten Seite, fangen wir damit an, damit wir auch die Rückseite, die Planeten immer sehen können. So, also, weiter geht's mit den Fahrzeugen. Da hätten wir links, hätten wir ganze 6 Karten, da fehlen also noch 3 Stück. Und rechts haben wir 4 Karten, fehlen uns 5. So, wie gesagt, ich mache dann hier direkt weiter mit dem Puzzle, damit wir auch die Rückseite von den Karten behalten können. Dann geht es nämlich direkt los mit 226. Das ist Tatooine. 227 wäre Corellia. 228 fehlt, 29 fehlt, 230 wäre Hoth oder Hoth. 231 wäre Dagobah. 32, 33 fehlt, 234 wäre dann Kamino. So, wie man hier schön sehen kann. Es fehlen noch 4, wir haben also 5 Puzzleteile und diesen Episode 1 Puzzle hier. So, dann geht's weiter. Was war jetzt die letzte Karte? 234, ja genau. 234, dann 235, 236 wäre hier. Das wäre Scarif. 237 wäre dann hier Ryloth. 238 wäre hier Utapau. 239, die genau die Mitte, Jedha. 240 Geonosis. 242, das ist in der Mitte also, Mon Calamari. So, dann gucken wir mal. Das ist also Rebels hier, wie man unschwer erkennen kann. Da fehlen nur 3. Also 6 Karten schon. So, 243 hat es aufgehört. 244, 245 hätten wir hier. Das wäre Takodana. 45. 246 wäre die Starkiller-Basis. 247 wäre Cantonica. 248 wäre Crate. 249, 250, 251 wäre Dakar. So, und 252 fehlt. Und demnach hatten wir dieses Puzzlebild, was jetzt hier aus Episode 8 ist. Da haben wir ganze 5 Karten, da fehlen also noch 4. Und dann sieht das Ganze mit den Planeten und den Puzzlekarten also wie folgt aus. Das zeigen wir gerade nochmal hier. So, da. Ein Puzzle, bei dem 4 Teile fehlen, ein Puzzle, bei dem nur 3 Teile fehlen und nochmal ein Puzzle mit 4 Teilen, die fehlen. Alles in allem schon mal sehr gut. So, dann machen wir hier mit den Limis weiter. Dann haben wir hier schon LE1, Meister Yoda aus dem Starter-Set. Und LE2, zielstrebiger Obi-Wan Kenobi aus dem Lego Star Wars Magazin. So, und mehr haben wir auch noch nicht an Limis, aber das ändert sich dann ja mit den Multipacks und mit den Blistern. So, soweit mein Mappen-Update. So voll ist die Mappe mittlerweile. Nach, wie gesagt, 2 Starter-Packs, 3-mal der Zeitschrift, sowie 16 Boostern, die ich im Stream geöffnet habe. Schon mal ein guter Anfang. Und ja, mal schauen, wie viel dann jetzt noch durch die Multipacks und Blister reinkommt. Und dann wird es dann wieder ein weiteres Mappen-Update geben. Gut, dann wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und wie immer, wenn ihr euch für die Lego Star Wars Trading Card Collection interessiert, schaut auf jeden Fall in der Facebook-Gruppe vorbei. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch austauschen, also über das Produkt unterhalten, austauschen. In dem Sinne, ihr könnt aber auch Karten tauschen. Manche verkaufen noch die Karten, also wenn ihr eine Karte noch kaufen wollt, könnt ihr die da vielleicht auch bekommen oder sie ertauschen, wie ihr das möchtet. Schaut auf jeden Fall mal rein, lohnt sich echt. Ich schreibe da auch hin und wieder mal was oder poste Bilder, wenn ich was irgendwie eine besondere Karte gefunden habe oder sonst was. Lohnt sich auf jeden Fall, schaut rein. Und ansonsten, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.